Die Tagesschau Mittag, ich begrüße Sie. Schauen wir gemeinsam auf die Themen von heute. Der Absturz einer FA-18 der Schweizer Armee im Oktober 2015 im französischen Jura ist offenbar auf einen Fehler des Piloten zurückzuführen. Zu diesem Schluss kommt der Bericht des militärischen Untersuchungsrichters, welcher heute veröffentlicht worden ist. Die Militärjustiz hat nun eine Voruntersuchung eingeleitet. Aus Bern Hans-Peter Trütsch. Ab welchem Alter sollen Autofahrer regelmäßig medizinisch untersucht werden? Diese Frage hat heute der Nationalrat diskutiert. Und für die Große Kammer ist klar, mit 75 Jahren ist früh genug. Heute liegt die Altersgrenze bei 70 Jahren. Und wir bleiben in Bern und beim Autofahren. Künftig sollen Fahrzeuglenker auch auf der Autobahnraststätte Alkohol trinken und kaufen können. Der Nationalrat hat eine entsprechende Motion seiner Verkehrskommission angenommen. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Ein Streit, der außer Kontrolle gerät und in Gewalt mündet. Im letzten Jahr gab es in der Schweiz rund 18.000 Fälle von häuslicher Gewalt. Die meisten der Opfer, rund drei Viertel, sind Frauen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Aber auch Männer sind von Gewalt betroffen. Sie machen rund einen Viertel der Opfer aus. Und deshalb gibt es auch für sie Zufluchtsorte, wenn es nicht mehr geht zu Hause. Männerhäuser. Anfang Juli werden zwei neue eröffnet in der Schweiz. Im Kanton Aargau existiert seit bald 8 Jahren eines. Anita Bünter war da. An einem S-Bahnhof nahe München sind heute Morgen mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden, darunter eine Polizistin. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Eine Polizeipatrouille war wegen zu stoßen. Das konnte dieser aber verhindern. Der Täter gelangte aber an seine Waffe und verletzte eine Polizistin lebensgefährlich. In Venezuela kann Nicolas Maduro weiter daran arbeiten, die Verfassung umzuschreiben und seine Macht auszubauen. Der oberste Gerichtshof hat eine Beschwerde gegen das Vorgehen des Präsidenten abgelehnt. Das Gericht ist daraufhin ins Visier gewaltbereiter Demonstranten geraten. Seit über einem Jahr kämpfen Autobesitzer in Europa, die vom VW-Skandal betroffen sind, vergeblich für eine Entschädigung. Während VW in den USA in einem Vergleich 15 Milliarden Dollar bezahlt hat, blitzten Betroffene in Europa bei VW bisher ab. Konsumentenschützer in ganz Europa wollen nun den Druck auf VW erhöhen. In der Schweiz versucht die Stiftung für Konsumentenschutz, die mutmaßlich 180.000 Schweizer Geschädigten gegen VW zu mobilisieren. Im Nachgang der weltweiten Finanzkrise hatten die USA weitreichende Maßnahmen erlassen, um die Banken besser überwachen zu können. Diese Auflagen sollen nun wieder gelockert werden, wie das US-Finanzministerium in der Nacht auf heute bekannt gegeben hat. Und noch eine Meldung vom Sport. Die spanische Staatsanwaltschaft hat Weltfußballer Cristiano Ronaldo angeklagt. Es geht um Steuervergehen. Ronaldo soll knapp 15 Millionen Euro hinterzogen haben. Er sei weltberühmt geworden, indem er mit seiner Kunst einen Haufen Mist produziert habe und produziere. Das sagt der belgische Künstler Wim Delvoye sinngemäß von sich selbst. Zu seinen bekanntesten Installationen gehören die Cloacas, Maschinen, die den menschlichen Verdauungsprozess künstlich nachstellen. Nicht das einzige Tabuthema, an das sich der belgische Künstler heranwagt. Das Dingeli-Museum in Basel widmet Delvoye nun eine große Ausstellung. Philippe Chapuis hat sie sich angeschaut. Sehr interessant, aber ich hoffe, Sie haben bereits vor dem Beitrag gegessen. Und diese literarische Meldung zum Schluss. Die weltweit populäre Schriftstellerin Margaret Atwood erhält den diesjährigen Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die 77-jährige
Kanadierin gehört zu den namhaften Vertreterinnen des literarischen Feminismus. Sie hat mehrmals US-Präsident Donald Trump öffentlich kritisiert. Und das war's von uns. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Nachmittag. Für die Wetteraussichten geht's jetzt aufs Dach zu Christoph Sigrist. Bis um 18 Uhr. Auf Wiedersehen.